TLC, the place to be. It's for you and it's for me. Nutriburst, ISOT, and NRG, great company. And I need those right now, now. It's time to go right now, right now. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute der 22. Tag beim Abnehmen mit dem ISOT von TLC. Ja, wir haben heute den 19.10.2019. Und ja, als ich mich heute Morgen auf die Waage gestellt habe, ja, habe ich nicht meinen Augen getraut. Wirklich nicht. Ne? Ich habe mich dann noch einmal drauf gestellt, um zu testen, ob das überhaupt wahr ist oder nicht. Aber schaut euch das doch selber mal an. Hier ist das Video. So, Tag 22 am 19.10.2019. Boah, 102,9. Wow. Das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich wirklich nie gedacht. 102,9 Kilo. Das ist gestern gewesen, 104,1, wo ich 800 Gramm abgenommen habe. Von gestern auf heute, von 104,1 auf 102,9. Ja, das sind 1,2 Kilo. Ich weiß nicht, ob ich jetzt am Schwanken werde oder ob ich schwanken werde oder nicht. Das kann ich euch hier jetzt nicht sagen. Das muss man natürlich dann austesten. Ich werde morgen erstmal den Tag abwarten, ob das dann wirklich stabil bleibt oder vielleicht sogar nach unten weiterhin geht oder vielleicht sogar nach oben hinkommt. Also 1,2 Kilo, das ist natürlich eine Hausnummer beim Abnehmen, keine Frage, von einem Tag auf den anderen. Ja, und wenn man das mal betrachtet, dass es sogar zwei Tage hintereinander sind, dann habe ich 2 Kilo in 2 Tagen abgenommen. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja. Okay, was habe ich gegessen? Ich habe ja gestern, habe ich euch ja gesagt, habe ich mir Milch gemacht mit 60 Gramm Haferflocken. Dann habe ich mir Hähnchen gemacht, Hähnchenbruststückchen mit einem Ei, habe ich euch auch gestern gezeigt. Und auch das Gemüse, was ich gemacht habe. Ja, und heute, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich esse, was ich machen werde. Ich werde jetzt mal einkaufen gehen, beziehungsweise nach draußen erstmal und vielleicht mir draußen ein Brötchen mal holen. Ansonsten weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich werde posten, was ich dann esse. Dann werdet ihr das dann sehen, sobald ich das Video dann schneide. Weil ich kann es nicht sagen. Mir fällt momentan nichts ein, was ich machen soll. Vielleicht mache ich mir eine schöne Gulaschsuppe oder vielleicht eine Chili con Carne. So, Freunde. Ich habe ja gesagt, ich wollte wahrscheinlich Chili con Carne kochen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich wollte eigentlich nur für 1-2 Tage. Aber ich denke mir mal, ich habe für 6-7 Tage gekocht. Ja, ich werde es einfrieren. Dann passt das. Okay. Mal schauen, mal schauen. Ich bin mal gespannt. Ja? Und lasst euch überraschen, was es dann wird. Ich freue mich schon auf morgen. Ich hoffe, es geht weiterhin tiefer. Dann schaffe ich ja die unter 100 Kilo. Ja? Also ich merke das hier. Es wird... Ich stehe ja jetzt gerade, ja, und dann merke ich ja, wie es dann hier jetzt ist. Ich habe nicht meinen Bauch eingezogen oder irgendwas anderes, es ist aber schon flacher geworden. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es vorher war? Ja, da hatte ich wirklich so eine große Kugel und jetzt ist es wirklich flacher. Und schon über mein Haupt, guck mal hier, der Gürtel ist, der ist mal kaputt jetzt, ne? Der hat hier die ganzen Einrisse, aber... es wird besser. Also ich mache ihn enger und irgendwann schmeiße ich ihn sowieso weg, dann hole ich mir sowieso einen anderen. Ja? Seid gespannt, ich bin echt zuversichtlich, dass ich das schaffe. Na, ich habe noch 8 Tage, ich kämpfe. Ich mache alles, wie ich schon gesagt habe, ohne Sport. Ja? Ich mache es einfach nur ein bisschen mit der Ernährung, dass ich darauf verzichte, irgendwas zu essen, was viel Kalorien hat, viel keine Substanz und keine Nährstoffe. Na, also ich esse dann eher mehr etwas mit Substanz, aber ich esse mich satt. Ja? Also ich esse nicht so, dass ich jetzt hungern muss, sondern ich esse so viel, dass ich wirklich keinen Hunger habe. Ja? Und ich lasse einfach nur die Süßigkeiten weg, ich lasse das Bier weg und. Also manchmal habe ich einen Heißhunger auf Süßes, aber die meiste Zeit nicht. Ja? Vielleicht ist es ja auch so, dass der Tee ja mitwirkt. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch nur der Ansporn. Kann ja auch möglich sein. Ja? Also, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch morgen dabei. Sonst abonniert meinen Kanal bei YouTube. Ne? Klickt den an. Die Glocke, damit ihr die anderen Videos nicht verpasst. Da sind auch die Anfänge mit bei, falls ihr jetzt gerade neu eingestiegen seid.
Ne? Über meine Facebook-Seite habt ihr die Anfänge unter Angels TLC, meine Seite, könnt ihr auch alle Folgen sehen von Tag 1 bis heute. Ja? Und ich habe ja noch, ja, heute ist der 22., also habe ich nochmal zusätzlich heute plus 7 Tage dazu. Also 8 Tage, wo ich dann wirklich dann sagen kann, okay, mal schauen, was hier noch passiert. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und bis morgen. Ciao. It's for you and it's for me. Nutri Burst, I also tea and energy, great company, and I need those right now, now. It's time to go right now, now. And TLC, the place to be. It's for you and it's for me. Nutri Burst, I also tea and energy, great company, and I need those right now, hey. It's time to go.